Herzlich willkommen zurück bei Star Wars Old Republic, Hammer Station, Meistermodus, zusammen mit den drei üblichen Verdächtigen und mir, aus der Sicht des Heilers diesmal. Und ja, bisher habt ihr euch ja schon ein bisschen gut amüsiert in der Folge von gestern, wie wir beim Boss doch im zweiten Versuch gemerkt haben, dass es da so ein paar einfache Besonderheiten gibt. Aber wir werden jetzt sehen und sind auf dem Weg zum Boss Nummer 2. Also, wenn alle auf dem Weg sind. Wenn wir dann auf dem Weg sind. So. Dann würde ich sagen. Ist doch hier der nicht anspringt, das war doch der, oder war das Nee, der das Letzte? war der letzte, der nicht Nee. Okay. anspringt. Der hier ist noch gechillt. Ja, dann probieren wir unser Glück. Versuch Nummer 1. Die Markierung hat ein Laserschwert, bitte Fokus da. Tank, du auch? Oh. Der Typ links. Gleich einen Abzug. Zieh irgendwas. Kann ich nicht mehr. Mit Bubble. Hat Hot. Hat der wieder irgendwas drauf? Nö, seine Hot. Dort lässt es leer. Granat Akku vom Knochenficker. Flicker, sorry. Es tut mir leid. Das war ein freudscher Versprecher, der zählt. Ich heil dann mal den Heiler. Oh Mann. Ja komm ey, unterschiedlich war der Name nicht. Könntest du mal bitte nicht aus dem Heilnebel rausrennen, den der Heiler da so hingelegt hat? Das war nicht von mir. Nur um es anzumerken. Was? Der grüne Nebel? Nicht? Nein! Ich dachte, das war dein Heilnebel. Nein! Deswegen bin ich ganz stumpf stehen geblieben. Ja, das war auch irgendein Heiler, aber nicht von mir. Ich verteile mal wieder ein Laserschwert. Der da. Genau der, wo du schon drauf bist. Sen, wie sieht's mit deinen Cooldowns aus? Was? Sind deine Cooldowns ready? Jetzt passt alles. Okay, HT ist raus für uns. Unsere auch. Weil wir FSK 18 draufschreiben, das gibt's doch mal nicht. Sorry! Das kriegt keiner mit. Huch! Ist der zweite da jetzt einfach umgefallen oder? Da stand doch gerade noch zwei. Nö. Peter war schon lange tot. Jetzt wird er schon lange tot. Ich hab gar nicht mitgekriegt. Wow, Respekt, Jungs. Ging irgendwie voll an mir vorbei gerade. Die Frage, die jetzt wieder kommt, die wird so überraschend beantwortet werden. Die wird so schwer werden, ja. Wer es gibt schon wieder nicht? Oh, sorry, ich. Also jetzt drück mal alle die zwei. Da, Standard. Was sonst? So. Mache ich das Ding auf oder hole ich mir irgendwann mal noch so ein Token? Also wir brachten das da auch nicht, oder? Nö, das fällt rumgebackt. Na ja, gut. Ich kann so klein nehmen. Guten Hunger.
So. Na dann. Boah. Ja, das hatte ich auch gerade. Auf geht's. Jetzt ist nur die Frage. Zählen die eigentlich noch für die Bonus? Ja, die zählen. Die läuft noch. Oh, ja. Spielzeug. Probier mal die Bubble bei Zen. Haben. Bubble ist kein Instant-Spaß. Bitte erinnere dich dran. Als ich jetzt mal meinen Hexer gespielt habe. Bubble ist immer erstmal Ziel finden, dann Ziel angeklickt bekommen. Das ist meistens das größte Problem. Hast du und dann die erste Flip auf der Seite zu drücken. Genau. Und dann die Ausrede war schlecht. Ja, das ist so richtig. Nee, aber dann die richtige Taste für die Bubble finden. Sollte die vielleicht mal woanders hinziehen. Ich habe jetzt schon zweimal voll daneben geklickt und mich selber geheilt. Statt eine Bubble zu verteilen. So. Hoffentlich kriegt man noch genug Ads. Okay. Ja klar, sind doch nur noch 17, die fehlen. Zen hat Akro. Gehabt. Das sind nur noch 14 Gegner. Ja. Wann ran? Bis dann. Bis dann ist raus. Dachte, ich sag's mal dazu. Wieso hat Zen den schon wieder? Weil er es kann. Tank! Oder weil es der Tank nicht kann, das kannst du jetzt aussuchen. Ja, also eigentlich müssten die Mobs noch reichen, gerade so. Kannst du. Kann man bitte jemand. Ach nö, den braucht man nicht schubsen. Das ist Verschwendung. Ja, aber. Die könnten wir mal schubsen hier. Ja. Aber die haben irgendwie einen falschen Arm, oder? Nehmen den hinteren raus. Geht nicht. Das sind also Infanterie-Druiden. Interessant. Geht das echt nicht? Doch, geht. Gut, dann nehme ich den nicht raus. Er ist übrigens rausgenommen. Bitte mit AEs aufpassen. Ey, am Notfall habe ich noch einen dahinter. Ist wieder drin. Ist wieder draußen. Okay, warte. Nehm raus. Alter, ja, ist raus. Bitte Tank davon aufpassen, AES. Ich weiß, die meisten deiner Tank-Skills sind AES, aber. Ist dann. Andres wieder draußen. Ja, der erste ist ja tot. Kann man den falschen Namen haben? Schade. Versuchbar gut. Ich dachte, wenn sie schon falschen Namen haben, sie vielleicht eine falsche Physikeinstellung, dass sie runterfallen können. Nein. Wird ja klappen. Der fällt, wenn wir das wollen. Und tschüss. Willst du mal lachen? Lebt noch, hä? Ja, ich kassiere Schaden. Ich kassiere Schaden. Na komm, geh mal weiter. Irgendwann verliert der Akku.
Oder kann zumindest nicht mehr auf uns schießen. Renn! Kann dich im Kampf nicht aufheben. Komm mal kurz mit. Jetzt hat er Battle jetzt gemacht. Müssten wir eigentlich außerhalb sein noch? Der kommt nach. Steht direkt unter uns. Der steht direkt neben uns, hinter uns. Ich sehe ihn nicht. Hey Mann! Ich sehe ihn nicht. Dann heil mich einfach. Kriegen auch nicht. Also mir steht er direkt vor dir. Ja, ich kann nur AE machen und hoffen, dass es ihm was abzieht. Heil mich bitte, heil mich bitte, heil mich bitte. Das Bubble. Sag mal Bescheid, wenn er tot ist. Ja. Ich sehe nur. Ah, jetzt. Ich sehe wirklich nur den roten Punkt auf der Map. Bei mir steht. Ich habe auch nichts anderes gesehen. Huh. Unschön. Ich weiß eigentlich, warum der das überlebt hat. Dem ist ein Asteroid auf den Kopf geflogen. Tja. Bitte. Okay. Komm, die können nicht. Na dann. Das sind nochmal 4 Gegner. Wir wollten jetzt nicht sagen, dass hier jetzt ein Gegner fehlt. Ich glaube, vorne ist noch einer im Gang. Das möchte ich denn aber auch geraten haben. Na dann. Also egal, wir haben auch noch die Endgegner, das sind auch Gegner, oder? Die müssten auch zählen. Ich weiß nicht, ob die im Bossfight zählen. Hunde des Imperiums, ja, ist nämlich nichts. Nein, echt jetzt wegen einem Gegner. Ja. Gehen wir nochmal zurück, holen uns den hin. Weil die... Es gibt ja haufenweise Kommandopunkte. Mit 1800. Ach scheiße, mir fällt gerade ein, ich habe vergessen jetzt gerade den Timer zu starten. Na, dann ist die Folge wahrscheinlich zu kurz oder zu lang. Wir machen das jetzt einfach, bis wir ihn tot haben. Erst mal schaffen ist zu kurz. Also so, Pi mal Daumen. Ich würde sagen, wir sind jetzt ungefähr bei 10 Minuten. Bin jetzt ziemlich gut durchgekommen. Lol, wo haben wir den verpasst? Kann's am Anfang. Entlassen. Leer. Ein Witz. Hier sind welche. Unglaublich. Na dann. Gibt's schon eine einzelne, die wir denken können? Du musst in die Gruppe angreifen. Nein. Hier ist gleich im Dutzend billiger. Los, go. Wer ist denn zeitig? Oh, bloß gut, dass wir nochmal zurückgekommen sind. Einfach das Hangar-Terminal zu. Wo wir jetzt gerade direkt davor stehen. Oh shit. Der Ziele? Ja, guck mal hinter das Terminal. Ist aber klein. Nö, ich will nicht hinter das Terminal gucken. Ich mag nicht mehr. Jetzt wisst ihr, warum es hier so viele Kommandopunkte gibt. Was kann der? Außer böse Aua machen? Kann ich dir nicht sagen. Aber er hat auf jeden Fall schon mal ganz klein bisschen live. Na komm, jetzt hier. Ja, komm, wir haben schon versauen. Trainer wird schon wird laufen wie bei Schneeblind, los. Genau, super. Umdrehen. Kann ich nicht runterschieben? Du kannst schön aus unserer Range ziehen, während ich alle CDs gezogen habe. Danke dafür. Ja, hier ist doch Feierabend, oder? Was willst du machen? Den runterschieben.
Dein AT ist raus. Und ich hab Akro. Ne, nicht ich, aber Scanner. Au, danke. Jetzt hör halt mal auf, den rumzuschieben. Kann ich nicht. Einfach mal stillhalten. Au. Ich geh dann mal. Aua. Stunt. Nicht mehr gestunt. Oh Mann! Du, das ist kein Hund. Den brauchst du nicht Gassi führen. Doch. Ja, das sieht man ja auch mal kacken. Tino, der schickt mich. Wir müssen uns raussuchen. Auf irgendwas müssen wir uns einigen. Also Gott, dass er dich nie nach hinten in die Pfütze schmeißt. Drehen am besten mal um. Dass er dich zu uns schiebt, wenn er dich schiebt. Ja, steht gut so. Stehen bleiben. Dieses Stun geht dem echt immer tierisch auf die Eier. Ich hab's ja echt noch geschafft, eine Bubble zu geben. Boah. Ich brauch jetzt mal eine Heilung. Renn mich brauchst du übrigens nicht heilen. Ich komm gerade niemanden zu heilen, außer. Ich heil dich. Heilen Tank, ich heil dich. Boah, Mann! Sein, dass er das immer häufiger macht? Wahrscheinlich. Der castet das. Können wir mal gucken, ob wir das irgendwie unterbrechen können? Aber vielleicht? Ich versuche, ich kann nee, nicht. Du kannst nicht unterbrechen. Ah, schade. Er wird schon rot, das ist nicht gut. Enrage. Oh. Yep, bin down. Da fehlt Damage. Und nicht zu knapp. Ist aber schon ganz schön krass. Gehen wir zum Endboss. Einfach wäre auch zu einfach. Also ich habe echt keinen Plan, wie wir den runterklatschen sollen. Hm. Ich meine, wenn man aus diesem Stampfer rauskommen würde, also einmal kommt man ja raus mit seinem eigenen Stunbrecher, aber halt nur einmal für 2 Minuten. Ja, und dazu nur noch durch die Gegend geschubse, das macht es erst unbedingt einfacher. Versuchen wir es nochmal oder lassen wir es? Ja, komm, einmal geht noch. Kann man die Aufnahme stoppen oder nochmal neu starten? Ja, wieso? Und Zeit ist immer noch drin. Ja, locker. Ich sag, wir versuchen es noch immer und dann gehen wir zum Endboss. Ja. Egal wie es ausgeht. Aber das war auch gesagt, dann haben wir es noch geschafft beim anderen, beim Druiden. Hm, deswegen sag ich ja. Aber wenn er rot wird. Ist Zeichen für böse. Ja. Also direkt dann am Anfang. Weiß nichts mehr. Zieh ich dann für Sen und mich HT. Hm, für uns auch. Na okay, dann. Ich. Versuch macht klug.
AT ist draußen. Wenn man weit genug wegsteht, kriegt man es nie ab. Ich hab's gerade nicht abgekriegt. Kannst du mal kurz mitmachen? Du musst den mal nach dem Wüten umdrehen, dass du näher an uns stehst. Also wenn man auf Max Range zu ihm steht, kriegt man ihn nicht ab. Das wäre zumindest für die DDs. Scheiß auf die DDs, das wäre für einen Heiler nicht schlecht. Oh Mann! Drehst du in dem Moment um, wo er loslegt? Raus. Nee. Ja. Die kratzen. Ich hab'n. Konnte ihn aufheben. Ja. Und bin down. Keine Chance. Damit nur MDD. Oh. Ja, wieder ein Rage. Okay, bringt nix. Ja, kannst du vergessen. Weil der den Tank jedes Mal ins Nirvana schubst und bis ich da wieder da bin, bin ich im nächsten Stampfen drinne. Naja, das bringt nichts für jetzt Schaden. Andere Richtung. Wir müssen das ja nicht künstlich ausdehnen. Das bringt einfach nichts. Jo. Und zum Rap-Kosten farmen sind wir ja nicht hier. Das wird jetzt gleich eh noch genug passieren. Auch wenn ich gerne die massenhaft gehabt hätte. Oh ja. Nein! Sah grad so aus, als würdest du da rum drüber laufen noch. So, jetzt wird's eh richtig lustig. Ach naja, Sen und ich kümmern uns um die Ads. Ja, nur dass wenn jetzt einmal jemand einen Strahl abkriegt, das Thema erledigt ist. Das ist nicht zum Gegenheilen. Ja, es ist doch nichts Neues zum anderen. Wartet mal kurz. Und ich darf wieder nicht anspringen, ne? Nein. Nein.
Pussys. Also wenn du gerne für uns alle die Rapkosten bezahlen willst, kannst du es gerne machen. Ach du Scheibenhonig. So. Ren und Zen gehen nach links, ich gehe nach rechts und Thanatos läuft gerade gerade drauf zu. Laufen, nicht springen. Ja, Mann, chill. Guck mir jetzt an, los. Also nicht bereit, aber okay. Muss ja. Ich bin ein Schlachtherr der Advosek-Hegemonie. Ich werde euch besiegen. Okay, also der bleibt stehen, während er den Schuss macht. Jetzt läufst du durch den durch. Gib mal Sender irgendwas. Ich weiß nicht, was der anstellt. Ads. Ads down. Ich glaube, er stand in den Kreisen aus Versehen drin. Wie es aussah. Ads. Okay, die Ads haben wir ziemlich gut im Griff. Feiern sehr schnell. Euch liegt die Schwäche im Blut. Jetzt habe ich den Kreis auf mir. Und wieder die Ads. Das Schwein hat mich in den roten Kreis reingezogen. Wow! Kannst du mal ganz kurz für Tag machen? Euch beide. Kannst versuchen, aber lange geht das nicht. Ich heile. Krieg selber auf die Fresse. Ich krieg dich nicht hoch. Ich lebe noch. Schick. Zen, du musst dich mal kurz um die Ads heilen. Kümmern. Ich heile mich gerade selber. Scheiße. Bubble für Thanatos raus. Gut. Oh. Pass auf, dass ihr euch nicht in die Kreise reinschubst. Puh. Jetzt. Müsste sie haben, ja. Ach, fuck! Meine Macht war gerade zu Ende. Ich bin gewundert, warum er nichts mehr gemacht hat. Euch liegt die Schwäche im Blut. Jetzt. Jetzt weg. Fuck. Den kann ich auch nicht aufkratzen. Euch liegt die Schwäche im Blut. Jetzt. Ah, jetzt nicht, ja. Selbst geheilt. Ich kann mir eine Bubble geben. Ich weiß nicht, ob eventuell unser Kopfgeldjäger der bessere Tank wäre. Weil er auf jeden Fall keinen Stoff trägt. Ich bin der nächste Narkoliste. Da ist er. Euch liegt die Schwäche im Ah, fuck! Ging das scheiß Chatfenster. Wobei, probier mal aus. Akro los.
Hat geklappt, oder? Ich weiß nicht gerade, wer gerade kriegt Medikamente. Ja, ich stand gerade in seinem. Nee, ich hab. Geht noch auf mich. Dann sterben wir gemeinsam. Ed. Wow! Wo kommt der denn her? Hanni! Aua, ich hab. Ich kümmere mich doch schon. Ich war nur etwas überrascht. Ich musste jetzt erstmal von Tank-Modus wieder umschalten. Da kam auf einmal jemand angejumpt. Leute sollten draußen. Haben gleich 0%, los. Nice. Was ist denn? Oh! Hard need. Also, Bedarf, ja? Ja. Na klar. Kack. Wo der Hammer hängt. Ja, das ist ein Erfolg. Bei dem kann man sich freuen. Mal guck, wie er aussieht, wa? Der DC dickste Nomade. Mhm. Richtig hasse, ey. Also ich kann ja nicht an zeigen. Oh, nee, okay. Muss mal rauskommen erstmal. Gut. Ja, wir ja, gehen ja jetzt eh raus. So. Und Kommandorang erhöht. Also ich habe jetzt 3 Kommandoränge gemacht. Ja. Nice. Also 2, aber egal. Ich habe 3 gemacht. Ich hab nur 2 gemacht. Von 45 auf 48. Wir stehen hier einfach mal Frage. Helden in den Explosionen und. Wollen wir, wie das letzte Mal, jetzt auch einfach nochmal den anderen Boss probieren? Ja, dann los. Na, wie viel Zeit haben wir denn? Verbraucht noch? Egal. Also wahrscheinlich haben wir noch 1 Minute und 4 Sekunden. Danach hast du läufst falsch. Ja, okay. Wahrscheinlich haben wir noch 1 Minute und 4 Sekunden. Was? Es ist so wie. Ich berechne eine ungefähre Dauer von 53 Sekunden und 22 Millisekunden. Was? So ungefähr, genau. So ungefähr ist das ja nicht, ne? Aber ganz ehrlich, dass wir den Endboss so relativ problemlos kriegen, ohne Tank? Relativ problemlos. 3-mal fast verreckt, 1-mal Tank runtergesprungen. Aber hey, fürs erste Mal, was wollt ihr eigentlich? Da haben wir bei der normalen Variante länger gebraucht. Lustigerweise ja. Ja. Das haben wir nicht so ernst genommen, glaube ich. Da waren wir mehr im Trollmodus. Ja. Also er steht noch hier, während um ihn herum die Station auseinanderfällt. Davon ausgehen, dass wir damals noch nicht die ganzen Skills hatten. Nee. Also der Versuch mit dem Runterschubsen geht nicht, da ist Energieschild. Ist aber. Wie hieß das Ding? Hast du kannst du da bestimmt nicht durchschubsen. Kommst gar nicht rüber. Ja. Asteroiden minus Bestie heißt das Vieh. Bestie. Na? Ja, mach mal keinen Stress. Ich bin langsam. Ja, super. Die Tipps kann man ja wieder vergessen. Okay. Also der macht garantiert irgendwas, was man unterbrechen muss, vermute ich mal. Nee, macht er eben nicht. Aus einem ganz einfachen Grund, er ist unerschütterlich, kann nicht unterbrochen werden. Dann macht er auf dem Tank irgendwas. Wird schon schief gehen. Nee, er macht das einfach immer schneller. Was er macht. Nee, deswegen muss halt der Schaden. Akro! Nein! Das sind die unschöneren Momente im Leben eines DDs, wenn sich der Boss umdreht und dich anguckt. HT kommt. Das ist eigentlich die genialste Taktik. Stell dich einfach mit dem Rücken zur Wand, da kann er dich nie weiter wegschubsen. Und wir können schön auf Max Range stehen bleiben. Und kriegen den Scheiß nicht mit ab. Ja, ich krieg's aber ab. Du könntest höchstens versuchen, wenn er das Wüten castet, in den 1,3 Sekunden mal fix zurückzurennen, aber nee, eine Sekunde sogar nur. Ich glaub, das Achtung, ich bin wieder raus. Also schlaf wieder. Scanner, kannst du bitte mal da hinten heilen? Wen denn? Wenn da hinten jemand Schaden kriegt. Ich
kann es versuchen, ich komme mal zu euch. Nee, nee. Also zu dem Zen meine ich. Ich kümmere mich um uns beide. Kümmere du dich um die beiden davon. Vergiss dich selber nicht rennen. Hilfe! Abel raus für Thanatos, Abel raus für Ren. Ich muss wieder Hilfe, weg. Boah, Mann, das gibt's doch nicht! Ich krieg keinen Heal fertig durch. So viel Schaden frisst du. Nee. Du kriegst mehr okay. Schaden rein, wie meine Heals hochheilen. Also, sorry. Pff. Und da ich jedes Mal betäubt bin von diesem Arschloch. Komm, gehen halt. So, okay, wir verlassen einfach mal den Bereich. Ja, die Zeit ist auch abgelaufen. Vielleicht könnt ihr uns ja in die Kommentare schreiben, wie wir dieses dämliche Vieh irgendwie runtergekloppt kriegen, weil irgendwie wird es ja gehen. Wahrscheinlich machen wir irgendeinen grundlegenden, total einfachen Fehler. Und ja, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn wir dann wieder irgendeinen Planeten besuchen. Ich glaube, Belsarvis. Ja, genau, Belsarvis. Ja, Belsarvis. Bis dahin, oh. Ciao, ciao. Was wäre zwar lustiger, aber besser. Was ist nicht lustig. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Adieu.